Mein Name ist Matthias Kreitzer und ich promoviere an der TU Chemnitz. Als ich mir überlegt habe, an dem Science Slam teilzunehmen, dachte ich auch, Mensch, das ist keine Aufgabe, die man alleine machen sollte. Also habe ich so ein bisschen in mich reingehorcht und habe dann da mein Wissenschaftler-Ich gefunden. Hallo Wissenschaftler-Ich. Und wir beide werden euch ein bisschen heute durch meinen Vortrag durchführen. Wie ihr unschwer an meinem Wissenschaftler-Ich erkennen könnt, der trägt eine Schutzbrille. Wir beide sind nämlich Chemiker. Und Chemiker haben immer... Chemiker sind sowieso ziemlich cool, aber Chemiker haben eine Besonderheit, alles, was sie machen, ist immer in einem Kolben drin. Und genau auch so auf meinen Forschungsschwerpunkt. Das sind nämlich runde Partikel. Und nicht irgendwelche runde Partikel, sondern runde Partikel, die sehr klein sind. Und die sind so klein, die kann man auch unter einer Lupe nur sehr schwer erkennen. Da standen wir jetzt vor einem Problem. Wie kann ich jetzt irgendwie schön verständlich was von meinen Partikeln erzählen, wenn die doch so klein sind? Die Lösung war, wir brauchen irgendwas, was größer ist, was genauso rund ist wie meine Partikel und unter dem sich jeder irgendwas vorstellen kann. Also habe ich mein Wissenschaftler-Ich einfach in eine Rakete gesetzt und bin mit dem losgeflogen. Die Erdumlaufbahn haben wir relativ schnell erreicht und da habe ich die Erde angeschaut und gesagt, okay, die ist auf jeden Fall rund, die ist größer als meine Partikel und irgendwie kann sich jeder was darunter vorstellen. Aber richtig zufrieden war ich damit noch nicht. Also sind wir einfach weitergeflogen und haben uns einen beliebigen Planeten zwischen Jupiter und Uranus ausgesucht und sind zum Saturn geflogen. Beim Saturn angekommen, habe ich gesagt, Mensch, der sieht doch genauso aus wie meine Partikel. Also, kleiner Unterschied, der Saturn hat einen Durchmesser von 116.000 Kilometer, meine Partikel von 75 Mikrometer. Oder in anderen Worten, meine Partikel sind 0,000000000000064 mal so groß wie der Saturn. Und da ist mir auch ein kleines Licht aufgegangen, okay, meine Partikel heißen auch offiziell Saturnpartikel. Wenn wir unseren Saturn mal anschauen, da hat er eigentlich zwei große Hauptmerkmale, warum man Partikel danach benennen könnte. Zum einen, er ist irgendwie kugelrund und das andere ist, er hat einen Ring. Der Ring von meinen Saturnpartikeln ist ähnlich, der kann man sich eher als so einen breiten Schwimmring vorstellen. Vielleicht nicht als so einen, sondern eher als einen sehr schlichten Schwimmring und er ist nach innen gewölbt, aber dazu dann später mehr. Jetzt für didaktische Zwecke färbe ich den Saturn jetzt einfach mal noch rot und jetzt, boah, ich sehe drin schon total meine Partikel. Wenn wir uns jetzt die Oberflächenbereiche von diesem Saturn anschauen, nur also die Oberfläche, dann sehen wir eigentlich zwei Bereiche. Zum einen diese rot dargestellten Kappen und der blaue Schwimmring. Wenn wir jetzt mal daneben mein Saturnpartikel zeigen, jetzt kommt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die ich im Nachhinein angefärbt habe, die sind eigentlich schwarz-weiß, sieht es so aus. Also wir sehen diese roten Kappen und diesen nach drinnen gewölbten blauen Ring. Gut, warum lege ich jetzt so viel Wert auf diese Farben? Da hat mein Wissenschaftler-Ich immer eine sehr schöne Analogie dabei, nämlich hier einen Apfel. Und den Apfel, den hat er in seinem Raumschiff, wenn er Hunger hat, fängt er an, den zu essen. Und das sieht dann meistens so aus. Dann knabbert er den erstmal an und ist erstmal kurz gesättigt. Jetzt, wenn wir uns den Apfel anschauen, die Saturnpartikel, die ähneln sich. Und das ist eine sehr schöne Analogie. Jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen einen Tropfen Wasser und geben den auf die Schale von dem Apfel. Was passiert? Der Tropfen Wasser perlt ab. Dieses Verhalten nennt Wissenschaftler hydrophob, also wasserabweisend. Und genau so sind diese roten Bereiche von meinem Saturnpartikel. Die stoßen das Wasser ab. Jetzt, wenn wir einen Tropfen Wasser auf das Innere von dem Apfel geben, dann verteilt er sich. Dieses Verhalten nennt Wissenschaftler hydrophil, also wasseranziehend. Und genau so können wir diesen blauen Bereich hier vorstellen. Das heißt, die Saturnpartikel, die haben einen scharfen Kontrast zwischen dem hydrophilen, also dem wasseranziehenden Teil und dem wasserabstoßenden Kappen. Und das macht die gerade so interessant. Jetzt stellt sich jeder von euch die Frage, wie stelle ich die her? Ganz spannende Frage. Und da gehen wir zurück auf die Erde im Labor. Nehmen wir erstmal meine mikroskopisch kleinen Partikel. Das können wir uns vorstellen wie ganz, ganz kleine Äpfel, also hydrophile, wasseranziehende Partikel mit einer hydrophoben Schale, wie der Apfel. Und den drücke ich erstmal zwischen zwei Gummiplatten. Und die drücke ich so fest dazwischen, dass nichts mehr an die Kappen drankommt. Dann der nächste Schritt. Wer hat hier Breaking Bad gesehen? Ah, schön, sehr viele. In Breaking Bad wird auch Flusssäure eingesetzt, nicht ganz richtig. Flusssäure ätzt sehr gut anorganische Sachen weg, in Breaking Bad auch Menschen. Dafür ist Salpetersäure besser geeignet, aber lassen wir das denen mal. Hier pump ich dann Flusssäure durch. Und die knabbert, genau wie mein Wissenschaftler, ich knabbert die Partikel an. Aber da die Kappen von den Partikeln so stark in diese Gummis reingedrückt sind, werden die Kappen geschützt. Merke, Gummis schützen. Jetzt... Im nächsten Punkt ist es jetzt weggeätzt, wir können sie mit Wasser reinigen und bekommen die Partikel wieder raus.
Die Methode funktioniert sehr gut, ist leider bloß sehr langsam mit sehr wenig Ausbeute. Wenn ich 2 Stunden effektiv arbeite, stelle ich 20 Milligramm Partikel her und das niest man mal schnell weg. Also das ist echt nicht viel. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr nur Partikel herstellen würde, bräuchte ich knapp 1 Million Jahre, um eine Linie von meinen Partikeln durch den Saturn zu legen. Aber das möchte ich zum Glück nicht machen, denn mein Wissenschaftler, ich demonstriere mal, was ich damit mache. Wir nehmen die Partikel und geben die ein Gefäß mit Wasser und Luft. Erstmal passiert nichts, das ist recht langweilig. Das Spannende ist, wenn wir das Gefäß anfangen zu schütteln, denn dann entsteht ein Schaum. Und nicht irgendein Schaum, wie man aus der Badewanne kennt, sondern ein hochstabiler Schaum. Was heißt jetzt hochstabil? Es ist nicht so, dass wir uns auf den Schaum draufsetzen können, sondern der Schaum ist einfach nur leicht belastbar und hält über mehrere Tage. Und wenn wir uns diesen Schaum im Lichtmikroskop anschauen, sehen wir das hier rechts. Links eine kleine Skizze, wir sehen, es ist ein Film von Wasser, der genau die hydrophilen Bereiche umgibt. Und die hydrophoben Kappen, also die wasserabstoßenden Kappen, sind oben und unten und halten das Wasser an der Stelle. Und das macht das so wahnsinnig stabil, dass das Wasser quasi nicht wegfließen kann, weil die hydrophoben Bereiche das da festhalten. Wenn wir jetzt angucken, okay, oben Luft, unten Luft, dazwischen so eine Grenzfläche, das könnte man als Membran ansehen. Wir waren ja alle in der Schule und hatten da Biologie und eine Membran kennt ja vielleicht der eine. Membran bedeutet einfach, das ist irgendwas, durch was manche Sachen besser durchgehen als andere. Mehr ist es nicht. Und diese Membran nennen wir einfach Pickering-Membran. Das Pickering sagt den meisten wahrscheinlich wenig, da muss ich ein bisschen erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Dazu brauche ich einen Zeitstrahl. In der Wissenschaft ist es so, dass meistens der Erste, der etwas entdeckt, nachdem wird es benannt. Wie zum Beispiel im Jahre 1907 ein guter Herr Pickering entdeckt hat, dass Partikel, jetzt nicht Saturnpartikel, sondern Partikel im Allgemeinen, sehr gut Flüssigkeiten stabilisieren. Alles schön und gut, das Problem ist bloß, dass im Jahre 1903 ein guter Herr Ramsden das Gleiche schon vorher beschrieben hat. Aber er hat es nicht so schön publiziert, nicht so offen und breit verbreitet. Das heißt, er ist in Vergessenheit geraten, alle haben es nach Pickering benannt. Und darum nenne auch ich das Pickering-Membran. Ja, das dürft ihr jetzt gerne mal machen. Aber der muss immer erwähnt werden. Also, was kann ich mit so einer Pickering-Membran machen? Ich habe die hier in einem Glasrohr drin, dieses hellgraue ist ein Glasrohr, das schwarze ist der Hintergrund, das schneeweiße ist die Membran. Am Anfang ist da drunter und darüber Luft. Noch recht langweilig. Aber wenn ich dann die Luft über der Membran durch Kohlenstoffdioxid austausche, dann passiert was Spannendes, also ich finde es spannend. Jetzt brauchen wir das Prinzip der Osmose, wieder Biologieunterricht. Osmose bedeutet, dass wenn auf einer Seite einer Membran viel von etwas ist, auf der anderen Seite wenig, dann möchte ich das ausgleichen. Das heißt, unten ist wenig Luft, oben ist keine Luft. Die Luft möchte also durch die Membran durch. Aber das kann die nicht. Warum? Wenn wir uns hier die Skizze anschauen, haben wir die Partikel und das Wasser. Durch die Partikel geht Luft nicht durch, also Stickstoff, Sauerstoff, Argon, das geht nicht durch Partikel durch. Und in Wasser löst sich das nur sehr, sehr schlecht. Im Vergleich dazu löst sich Kohlenstoffdioxid sehr, sehr gut in Wasser und kann ganz schnell durch die Membran durchgehen. Das heißt, Kohlenstoffdioxid diffundiert es durch Osmose durch Membran durch, viele schwere Worte, und das Volumen unter der Membran steigt, die Membran fängt an zu steigen. Und die steigt so lange, wie ich über der Membran Kohlenstoffdioxid lasse. Das kann ich durch Luft austauschen und das ganze Spiel umkehren. Unter der Membran ist mehr CO2 als darüber, das heißt, das CO2 diffundiert zurück und das Volumen unter der Membran sinkt, die Membran fängt an zu sinken, bis wir wieder den Ausgangszustand erreicht haben. So ein Zyklus, den können wir immer wieder wiederholen mit der gleichen Membran und das habe ich als Video mal dargestellt. Wir sehen hier den gleichen Aufbau. Hier oben ist das Gas, das immer über der Membran ist. Und ich fange mit dem Video mal an. Wir sehen, wenn Kohlenstoffdioxid über der Membran ist, fängt die Membran an zu steigen. Mit Luft darüber fängt sie wieder an zu sinken. Dabei habe ich das Video 3000 Mal schneller abgespielt, weil sonst säßen wir hier ein Stückchen und es wäre echt langweilig. Es ist ein sehr langsamer Prozess und die eine Membran war hier mehr als 30 Stunden lang stabil. Jetzt sinkt die gerade sehr lange, weil ich dann irgendwann in 30 Stunden mal nach Hause gegangen bin zum Schlafen. Aber am nächsten Tag habe ich dann gleich wieder fleißig weitergearbeitet und konnte 12 Mal die Membran hoch und runter steigen lassen. Das war ein und die gleiche Membran, die eben über mehr als einen Tag stabil war. Und am Ende ist da ein großes Loch in der Membran und dann war das Experiment beendet. Jetzt gleich. So, schade. Das kann ich mit einem großen Haufen an Gasen machen, ich kann einen gigantischen Haufen an Mathematik drauf loslassen und total spannende physikalisch-chemische Werte da rauslesen, aber damit möchte ich jetzt nicht langweilen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in meine Welt der grenzflächenaktiven kolloidalen Partikel entführen, konnte euch ein bisschen dafür reinreißen und bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Applaus